Hallo, meine lieben Freunde. Hier spricht Edgar von It's Yours und ich musste gerade etwas Gestand sprechen, weil ich drüber nachdenken musste, dass du ja auch, glaube ich, immer so sagst, hallo meine Lieben oder sowas in die Richtung, oder? Nee, hallo mein lieber Brisco Schneider. Ich sage immer hallo zusammen. Ach so, hallo zusammen. Genau, und dann hat mir neulich David gesagt, was ich auch nicht wusste, dass ich am Schluss aber immer sage, ihr Lieben. Ja, genau. Das Folge. Warum ich das mache, keine Ahnung. Ja. Aber Brisco Schneider war Hallo liebe Liebenden. Ach stimmt, richtig, ja, nicht nur Hallo mein Lieben, ja genau. Ja Freunde, hier sitzt Jan Wehn vor euch und schön, dass du es möglich machen konntest. Danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ja, erzähl mal, warum du jetzt ausgerechnet hier in Leipzig gestrandet bist. Ich bin hier in Leipzig gestrandet, in diesem schönen Best Western Hotel. Da seht ihr die Lampe, hier dieser schöne Ohrensessel. Ich bin hier, weil ich heute zusammen mit David lese, und zwar aus unserem gemeinsamen Buch, was wir geschrieben haben, beziehungsweise eigentlich eher zusammengestellt haben, könnt ihr uns hören, eine Oral History des deutschen Rap. Und da sind wir heute Abend im Naumanns und wir sind auch nicht alleine, sondern Trettmann und DJ Ron sind auch mit dabei. Und gemeinsam mit den beiden spulen wir noch einmal durch die deutsche Hip-Hop-Geschichte und ich glaube, es wird gut. Ja. Also es liegen ja auch schon einige Tour-Gigs, sage ich mal, im Nacken. Wie sieht da bis jetzt die Erfahrung aus? Was habt ihr an Gefühlen mitgenommen? Wir waren gestern in Hamburg, es war tatsächlich der erste. Und wie auch generell unsere erste Lesetour. Ich habe schon mal irgendwo vorgelesen, aber das ist ein bisschen was anderes. Es war ganz toll. Wir waren in Hamburg und haben da zusammen mit Schiffmeister Björn Beton von Fettes Brot, so heißt er jetzt ja, und mit André Luth, dem Manager der Band und auch dem Gründer von Yo Mama Records, ein Interview geführt. Und das war auch richtig schön. Es ist einfach so krass, dass diese Leute da hinkommen, sich das alles anhören. Die haben auch Fragen zum Teil, wollen danach noch mit einem bisschen darüber sprechen. Und ich muss wirklich sagen, also ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so viele Leute wirklich interessiert. Mir war schon immer klar, ich schreibe das Buch nicht nur für mich, sondern auch für meinen Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis und für eben diese Leute, die sich so intensiv für Hip-Hop interessieren, aber hätte nicht gedacht, dass es weit mehr als 500 oder vielleicht 750 Leute sind. Und jetzt ist das Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ernsthaft, ja? Welcher Platz? 6. Ja, cool. Ganz genau. Hinter Dame mit Charme, wie wir immer dazu sagen, auf jeden Fall. Okay. Aber vor Deutschland hat Rücken. Ja. Und irgendwie passt es ganz gut dazwischen. Ja, okay. Das ist dir mit deiner Novelle dann nicht passiert, glaube ich, oder? Das ist mir mit der tatsächlich nicht passiert. Die hatte ja auch nur eine sehr kleine Auflage. Das war sozusagen mein Independent Release. Und dann ging es von da aus direkt zum Major Ullstein. Und ja, da werden jetzt die ganz großen, wie sagt man denn, Brötchen gebacken? Nee, Bretter gebohrt, irgendwie so sagt man doch. Ja, genau. Es wird rasiert, du holst dir deinen Hack. Ja, genau, richtig. Rap-technisch sagt man das so, ja. Ich habe so ein Buch, oder ich will nicht sagen so ein Buch wie eures, aber ich denke mal, dir wird auf jeden Fall auch Hannes Loh in 20 und 30 und 40 Jahre Hip-Hop in Deutschland was sagen. Und ich hatte damals die Ausgabe 20 Jahre Hip-Hop in Deutschland. Und wir haben ja vorhin schon mal darüber geredet, wie krank eigentlich diese ganzen Strukturen gewachsen sind in der letzten Dekade. Und das war so die Zeit, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er kam das Buch raus. Und das war wirklich noch was Heiliges, weil das sind wirklich krasse Geschichten drin. Also wirklich Geschichten, die man so nicht googeln konnte oder irgendwas dergleichen. Seid ihr mit dem Werk vertraut? Lehnt sich das so ein bisschen in die Richtung an oder habt ihr komplett eine eigene Motivation gehabt? Vertraut bin ich damit auf jeden Fall, genauso wie ich auch mit dem Hip-Hop-Lexikon vertraut bin, was nochmal ein paar Jahre davor erschienen ist, was meine Eltern mir damals geschenkt haben. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Anlehnung daran, weil auch der Ansatz ein ganz grundsätzlich ein anderer war irgendwie. Die Inspiration war eher Der Klang der Familie. Das ist ein Buch von Felix Denk und Sven von Thülen, beides Musikjournalisten, die vor ein paar Jahren ein Buch verfasst haben über den Sound der Wende in Berlin, insbesondere Techno eben. Und sie sprechen quasi über die Techno-Szene in West- und Ost-Berlin Ende der 80er, Anfang der 90er, wie sich da eben komplett was ganz Neues gebildet hat. Und wir fanden das toll und irgendwann hatten wir die Idee, das Ganze eben auf Rap anzuwenden. Und dass jetzt ungefähr 30 Jahre diese Musik hierzulande existiert, praktiziert, gehört und so weiter wird, ist tatsächlich Zufall. Wir wurden das gestern auch in Hamburg gefragt, ob wir das irgendwie geplant hätten. Wie gesagt, es wirkt ein bisschen so, 3 Jahrzehnte, 3 Generationen, das kann man gut erzählen. Ja, das stimmt. Mhm. Aber um so ein Buch zu schreiben, braucht es ja auch viel. Es braucht die Kontakte vor allen Dingen. Die haben wir uns, glaube ich, dann im Laufe der Jahre irgendwie angeeignet oder eben zusammengesammelt.
Es braucht das Vertrauen der Leute in einen, weil, da komme ich gleich noch drauf, und es braucht aber auch das Vertrauen in einen selbst. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich hätte mir das lange Zeit gar nicht zugetraut, sowas überhaupt zu machen, schon gar nicht alleine. Und deswegen ist halt diese Zeit ins Land gezogen und glücklicherweise passt es jetzt irgendwie mit den 30 Jahren. Und was ich gerade noch sagen wollte, das Vertrauen der Menschen, das ist auch was mir aber erst im Rahmen der Interviews so richtig bewusst geworden ist, dass ich mit diesen Leuten ja nicht auch nur über ihre Geschichte gesprochen habe, über ihre Hip-Hop-Geschichte, sondern eben auch über viele private Dinge. Die Leute sind teilweise als Teenager da reingekommen, haben da Freunde gefunden, teilweise sind diese Menschen mit ihnen mehrere Jahre durchs Leben gegangen, dann hat man sich vielleicht auch auseinandergelebt und erst in den Gesprächen wurde mir so richtig klar, wie emotional das für manche Leute auch einfach ist, zum Teil, wenn sie die Sachen auch seit Jahren nicht erzählt haben oder so. Und das war sehr schön, dass wir die Chance bekommen haben und das Vertrauen dieser Leute eben genossen haben. Krass, also auch diese Cora E-Geschichte, was ihr jetzt in eurem eigenen Podcast schon mal umrissen habt, das ist ja so eine kleine Rarität, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob du das erste Cora E-Album auch zu Hause stehen hast. Damit ging es eigentlich bei mir los. Das Release lag schon 3-4 Jahre zurück. Aber was ich sagte, man musste sich damals halt alles noch zusammenpuzzeln. Und also da kamen halt auch keine 50 Alben im Jahr raus. Also da musste man auf einen Fundus der letzten 5, 6, 7, 10, 15 Jahre zurückgreifen. Total. Und ich habe neulich nochmal Schlüsselkind gehört und der Song ist so gut für diese damalige Zeit. Das ist, also ich kann es gar nicht begreifen, dass der so früh eigentlich rausgekommen ist. Und könnt ihr mich hören, ein Song von ihr und Marius Number One, der ja sozusagen die Inspiration für den Titel ist, mit dem Song ist es ganz ähnlich. Und interessanterweise ist das auch der einzige Song, neben Ich diss dich von Konkret Finn, den Moses Pelham zum Beispiel gehört hat und für gut befunden hat in der Zeit damals. Also in dem Buch wird ja auch deutlich, dass er immer ein großes Problem mit den Fantas oder Fettes Brot hatte, weil sie eben diese Musik, die er so von, die er wirklich gemeint hat, eben immer das Gefühl hatte, dass die sich darüber lustig machen. Und bei Tone und Co., aber eben auch bei Cora E. war das für ihn auf jeden Fall anders. Weswegen, kleiner Fun Fact am Rande, habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwo erzählt, auf dem ersten Moses Pelham-Album Geteiltes Leid gibt es einen Song, der heißt Willst du sterben? Und in dem Song wird tatsächlich die Line Könnt ihr mich hören von ihm zitiert. Okay. Und wenn man dann noch weitergeht auf das erste Save and I Do-Album, da wird dieser Song Willst du sterben unter anderem... Ist das bei 3P rausgekommen? Mhm. Wird dieser Song unter anderem Titel aber nochmal von Xavier neu vertont. Und da kommt auch wieder diese Line Könnt ihr mich hören vor. Und als großer 3P-Fan ist das für mich auf jeden Fall immer ein schönes Gefühl. Ja. Wie empfindest du die gegenwärtigen Moses Pelham Releases? Ist interessant. Yesin sagt es, glaube ich, im Buch auch. Also Moses steht einfach für sich. Ja? Klar klingen die Sachen definitiv nicht mehr wie die Sachen, die er als Rödel im Hartrein-Projekt, als Teil von Rödel im Hartrein-Projekt gemacht hat. Aber er hat so ein eigenes Selbstverständnis und ruht auch so sehr in sich selbst, wenn man ihn einmal getroffen hat und irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, wie er spricht, was er sagt, was er auch nicht sagt und so weiter und so fort. Und das alles transportiert sich auch in der Musik, die er jetzt als Moses Pelham eben macht. Und dieser Song Moses Pelham zum Beispiel, das ist jetzt nichts, das höre ich die ganze Zeit privat, aber es gibt trotzdem auf der neuen Platte oder der letzten erschienenen Platte auf jeden Fall auch Songs, die für mich sehr, sehr ergreifend sind, die eine Schwere in sich tragen, gleichzeitig aber auch eine ganz tolle Art von Hoffnung, die ich auch nach so vielen Jahren einfach nicht bei anderen Leuten je gefunden habe. Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn man ihn sieht, wenn man ihn fühlt, ihn sprechen hört, jemand wie du, der auch wirklich mit vielen Künstlern im Dialog ist, es ist schon krass, wie sich so die Betrachtungswinkel auf einen Song, auf ein Album ändern, wenn man so die ganzen Subebenen noch mit wahrnimmt, oder? Es gibt ja auch Musik, die extrem viel von der Person lebt, ja, wo die Musik der Soundtrack zur Person ist, sage ich jetzt mal. Flair ist für mich so ein Künstler. Als Beispiel, kannst du das so bestätigen, dass sich dein Verständnis für gewisse Musikarten nochmal weiterentwickelt hat durch die Begegnung mit den Menschen? Ganz konkret auf jeden Fall bei Martin Stieber, das muss ich einfach so sagen. Ne? Okay. Ich habe es auch an anderer Stelle schon mal erzählt, dieses Album habe ich damals nicht verstanden. Ich war damals auf Fettes Brot und Rödel im Hartrein-Projekt. Fenster zum Hof. Oder? Fenster zum Hof raus und es war ja eine sehr, wie Stefan Zillus im Buch auch sagt, puristische, fast schon protestantische Platte in allem, die Vortragsweise, die Musik. Und
Ich habe jetzt erst so richtig verstanden, wie wichtig dieses Album für so eine Identitätsfindung war, für die ganze Szene, für einen eigenen Sound, für ein eigenes Selbstverständnis. Aber habe es noch mehr verstanden, zum einen, nachdem die Leute es mir alle erzählt haben, aber als ich dann eben auch eines Abends bei einem Tannenzäpfle bei Martin Stieber in seinem schon abgeschlossenen Laden saß und wir das alles nochmal zusammen durchgesprochen haben. Und es ist einfach so ein Original und das ist so irre, wenn man den Typen reden hört, auch über diese Zeiten. So, man versteht das einfach alles noch viel besser. Und jemand anders, mit dem Martin und Chris auch zusammen Musik gemacht haben, ist DJ Tomek zum Beispiel, der übrigens auch auf unserer Buchpremiere war letzte Woche in Berlin. In einem Raum mit Markus Steiger und Max Herre, was, wie Davide sagte, auch irgendwie ganz toll das Konzept des Buches nochmal zum Leben erweckt hat, weil in diesem Buch alles nebeneinander passiert irgendwie und existiert und uns ist total wichtig war, diese unterschiedlichen Strömungen, Stimmen einzufangen und abzubilden. Wir haben gerade heute, glaube ich, auf All Good das Interview mit DJ Tomek veröffentlicht, was ich fürs Buch mit ihm geführt habe. Und er wird ja dann doch immer darauf reduziert, dass er diese Feeler Records Sache gemacht hat, dass er mit Flair oder mit Lil Kim zum Beispiel Musik gemacht hat. Aber wenn man sich seine Lebensgeschichte anhört oder eben dann auch durchliest bei uns so, dann wird einem klar, dass so plakativ und pathetisch es auch ein Stück weit klingt, dieses Ich lebe für Hip-Hop-Claim, da ist schon was dran, auf jeden Fall so. Das war für mich auch eine sehr beeindruckende Begegnung, die noch lange nachgehallt hat, ja. Ja, ich erkläre das auch immer Leuten, die das nicht verstehen. Also wie zum Beispiel einem kleinen Bruder von mir, der jetzt 16 wird und Capital Bra hört und solche Geschichten. Man kann sich über den Duktus lustig machen. Ja? Also jede Kultur darf sich auch nicht so ernst nehmen. Und Leute, die halt wirklich inhaltlich das Leben für diese Kultur in den Fokus stellen, die kann man auch mit einem Augenzwinkern betrachten. Aber was ich auch vorhin meinte mit dem 20 Jahre in Hip-Hop, früher war das eine geografische Sache. Da gab es nur wenige Spots, an denen Hip-Hop stattgefunden hat. Und dafür sind die Leute hin und her gefahren. Und auch eure Cora-E-Geschichte, die darüber erzählt, wie sie sich Accessoires nachbastelt, weil sie einfach damals nicht käuflich erwerblich waren. Also es ist eine identitäre Geschichte gewesen, die man sich noch erarbeiten musste. Heute ist das Malen nach Zahlen. Da kann sich dem jeder schnell anschließen und ich glaube, wenn du dir diese Identifikation nicht so hart erarbeiten musstest, dann hast du auch nicht so eine krasse Kulturverbundenheit, unterstelle ich jetzt mal. Würde ich tatsächlich unterschreiben. Man kann aber anfügen daran trotzdem, dass das ja nicht unbedingt was die Musik schlechter macht. Also, aber das hast du jetzt auch nicht gesagt, aber das ist auf jeden Fall was mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass klar, ein El Guni zum Beispiel jetzt hat dann eben nicht irgendwie, stand nicht auf Jams und hat einen Zug gemalt oder sonst was oder ein Rin genauso wenig, aber trotzdem haben die Hip-Hop auch verstanden und durchdrungen auf ihre ganz eigene Art und Weise und das ist aber auch was mich so fasziniert an dieser ganzen Geschichte. Es geht genauso um die Mongo-Clique, wie es auch irgendwie um den Swag-Mob geht oder um die 187 Straßenbande und das ist die gleiche Grundidee, aber eben immer anders gedacht und fortgeführt, auch unter Berücksichtigung dessen, was gesellschaftlich passiert, was technisch passiert und das alles eben in diesem Buch abzubilden, war unser großes Ziel und ich hoffe, es ist uns irgendwie gelungen. Und dann muss ich auch wieder sagen, heute nörgeln so viele Leute immer über diese ganzen Modus Mio-Playlisten und so weiter und so fort. Dann habe ich aber jetzt wieder festgestellt, ich habe es auch gestern, ich hoffe, ihr guckt nicht alle Interviews, weil dann werdet ihr denken, Moment, das hat er doch da schon erzählt. Aber es ist einfach so und es ist mir auch ein Anliegen. Dann ist zwischen AZ und Zuna und Eno und Mero und so weiter und so fort, ist halt ein Shindy, der einfach straight up durchrappt. Oder ist auch eine Shirin David, die auch einfach rappt. So. Und ich finde es einfach geil, dass das alles nebeneinander irgendwie existieren kann heutzutage. Und ein bisschen auch das eingetreten ist, was, glaube ich, viele Leute, die nach der Generation kamen, die von Bahnhof zu Bahnhof gegangen oder gefahren ist, um zu gucken, wer ist Hip-Hop, mit wem kann ich mich zusammentun, dass die sich immer gewünscht haben, nämlich dass Hip-Hop einfach selbstverständlich wird. Und so wie Dendemann es in seinen Interviews oft erzählt hat, jetzt im Rahmen der Album-Promo, dass er zu seinem Zahnarzt geht und mit dem darüber spricht, dass er von Beruf Rapper ist und der das nicht als Witz abtut, sondern als eine Gegebenheit akzeptiert und es ist vollkommen in Ordnung. Und das war ja Ende der 90er noch nicht so. Also da gab es immer diese Sprüche mit den dicken Hosen und mit den langen Hosen, weiten dicken Hosen auch, den Handbewegungen und so weiter und so fort. Und man hatte immer das Gefühl, das wird sich nur drüber lustig gemacht. Und es wird sich sicherlich immer noch drüber lustig gemacht, aber der Umstand, dass dann Rap bei Jan Böhmermann eine Rolle spielt oder dass Netflix eine Serie macht, die, oder mehrere Serien, muss man ja mittlerweile schon sagen, macht, die mit Rap zu tun haben und so,
das sind alles gute Entwicklungen, die vor allen Dingen, glaube ich, auch dafür sorgen, dass Leute heute anders Musik machen, weil sie eben nicht mehr ihre schützenden Hände über dieses zarte Pflänzchen halten müssen, sondern es ist einfach ein starker Stamm geworden und der macht sein eigenes Ding. Sehr schiefes Bild, aber ich hoffe, ihr, du wisst, was ich meine. Ja, ich mag die Metaphorik, alles gut. Ja, das ist genau. Ja, also war das schon immer so, dass du so open-minded warst? Also ich habe so unterschiedliche Phasen von Reibereien gehabt und habe mich mal der einen und der anderen Seite zugewandt gefühlt. Also sowohl der Wir-bleiben-unter-uns-Sparte als auch dann wiederum macht euch mal ein bisschen frei und seid offen für alles. Oft sind es ja auch einfach Sympathien. Du als Journalist verfolgst natürlich auch den Anspruch und die Aufgabe, etwas ganzheitlich abzubilden, aber ich glaube nicht, dass du dich dazu sonderlich zwingen musst, ehrlich gesagt. Also ich nehme dir ab, der Enthusiasmus ist zeit- und genreübergreifend vorhanden. Warum? Sehr gute Frage. Ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht liegt es an dem Zeitpunkt, an dem ich da reingegangen bin oder reingekommen bin, nämlich 94, 95, mit 8, 9 Jahren. Und zwar nicht über alte Schule, Klasse von 95 oder so, sondern über Fettes Brot und Rödel im Hartraum Projekt. Und zwar auch beides zeitgleich. Und beides hat mich auf unterschiedliche Arten irgendwie bekommen. Mit 8, 9, ja? Und auch der Wolf und Nana und was? Auch alles, ja, genau. Und das war's halt. Ne? Also Rödelheim hat mich eher so über die Optik und über den ganzen Swag, kann man einfach sagen, bekommen. So, das war so mächtig, das war so, das stand über allem. Das war so, hatte so ein krasses Selbstverständnis und hat mich einfach fasziniert. So, das habe ich von außen irgendwie betrachtet und habe gestaunt. Und bei Fettes Brot war es aber was anderes. Da war es eher so, da habe ich das Gefühl gehabt, ich war da mittendrin. Die haben über Sachen geredet, mit denen ich irgendwie relaten konnte, Sprichwörter und so weiter und so fort. Und diese beiden wirklich am einen und am anderen Ende stattfindenden Sachen, gegenseitig wurde sich ja auch gehasst. Moses mochte die nicht, Fettes Brot mochten auch 3P nicht. Hat mir, glaube ich, ganz früh schon gezeigt, dass es durchaus beides nebeneinander funktioniert. Und ich habe auch Popstars geguckt, ich habe auch Big Brother geguckt, ja. Und aber hatte immer das Gefühl, dass das alles im Rap halt nicht gern gesehen ist. Also gerade auf der Fahrt hin haben unser Tourmanager und ich nochmal das erste Bushido-Album gehört und da rappt Be Tight doch auch. King of Kings oder von Bordstein bis zur Skyline? Bordstein bis zur Skyline dann, genau. Das ist lustig, das habe ich die Woche gepumpt, ohne Scheiß. Wahnsinn, richtig, richtig gut. Und da brach das so langsam auf. Da kam dann auch mal so, da ging es auch mal um Deutschland sucht den Superstar. Da rappt doch Be Tight, glaube ich. Sido sagt, dass er zu Popstars geht und mit Ben eine Band. Kurz, doch bis dahin ist noch ein langer Weg. Ich hatte wirklich heftige Gänsehaut, als ich darüber nachgedacht habe, dass er im Grunde das alles vorhergesagt hat. Aber ich glaube, Be Tight sagt es auf dem Song, du bist kein Star und schon gar nicht super. Und es geht auch um Broses und all so Sachen. Und ich fand das schon immer interessant, aber in der Rap-Welt war das immer total verpönt. Und es brauchte wirklich so Leute wie ein Echo auf seine Art, aber eben auch ein Sido zum Beispiel, die gesagt haben, ich finde es geil und das ist ein Teil von mir, ich mag das gerne, ich möchte auch ein Teil davon sein und das hat mich total gefreut, weil ich schon zum Beispiel immer ein riesen R&B-Fan war, riesiger J-Love-Fan zum Beispiel gewesen bin damals auch und dann kam Dreckig und Tight und das war so die Legitimation auch vor meinen Freunden zu sagen, ich höre das gerne und da ist aber auch ein Rapper drauf, den ihr auch gerne mögt und es geht sehr wohl sehr gut zusammen und an den Reaktionen auf Echo hat man natürlich auch gemerkt, dass es die Leute lange noch nicht dafür bereit waren. Aber Shindy erzählt zum Beispiel auch im Buch, wie wichtig es für ihn war, weil Echo in seinen Augen der Erste war, der Rap gemacht hat, wie er ihn gerne auf Deutsch gehört hätte. Und das ist so interessant, weil es gibt ja eben auch 10 Jahre vorher Leute, die dann über die Massiven oder über Stiebertwins sagen, das ist Rap auf Deutsch, wie wir ihn davor gerne gehört hätten oder als Dendemann kam oder wie auch immer. Und das gibt es, glaube ich, immer wieder, weil Rin zum Beispiel auch zum Beispiel mit diesen ganzen Dipset-Sachen überhaupt nichts in Deutschland anfangen konnte und erstmal ein Haftbefehl kommen musste, bei dem er dann halt gemerkt hat, okay, das ist echt. So, und so trägt es jetzt immer wieder weiter und ich finde es halt, ich kann mir genauso ein Döll-Album wie die Modus Mio-Playlist anhören und empfinde da was bei. Und deswegen, das, also ja, es ist sehr natürlich passiert das auf jeden Fall. Wow, das sind immer so viele Sachen, da fällt mir noch so viel ein. Kennst du den ersten TV-Auftritt von Sido bei MTV? Den finde ich großartig. Da ruft ein Fan an, der ihn dafür in die Kritik nimmt, dass er jetzt nicht mehr Untergrund ist. Und er sagt dann letztendlich einfach nur, du siehst das ein bisschen falsch. Ich wollte nie Untergrund sein. Das war für mich das Stilmittel, um nach oben zu kommen. Das war, ich nicht, aber ja, kann ich total nachvollziehen. Das war bei ihm, ich meine, er sagt es ja auf diesem Rennsong von Bushido auch. Der wollte das immer, der wollte immer ins Rampenlicht und
Hat es geschafft, auf jeden Fall. Total, also ich finde ihn noch erfrischend, wenn ich ihn sehe. Ich für meinen Teil, wenn ich Sido pumpe, immer ab, alles was vor Maske war, abwärts. Aber das schafft jetzt keine Missgunst dafür. Ich finde es trotzdem wahnsinnig erfrischend, was er kommerziell für Pionierarbeit geleistet hat. Und wenn man ihn sieht, wie man das Gefühl hat, seit Tag 1 ist er halt, ja, verstellt er sich damit nicht. Und das ist ja nicht nur, wenn wir nicht nur über Hip-Hop reden, ja, da haben sich auch Strukturen gebildet, die nicht jedermann erschließbar sind. Aber dennoch glaube ich, es ist eine authentischere Sache. Also ein absolute Beginnerauftritt bei The Dome, wo die Background-Tänzer durch farbige Menschen ersetzt werden, nee, umgedreht, wo quasi die Hauptband durch farbige Background-Tänzer ersetzt werden und es keiner mitbekommt, dass die da Playback performen. Das wird es, glaube ich, heute nie wieder geben. Das wird es nicht mehr geben. Ich glaube aber auch aus so einem anderen Selbstverständnis für die Medienlandschaft. Ne? Also damals sind die Beginner, Fettes Brot, wer auch immer, in der Teenie-Presse ja nie so dargestellt worden, wie sie eigentlich wirklich waren. Wenn heute in der Gala was über Bushido steht, ist es immer noch der Fall. Aber grundsätzlich wollen diese Leute ja viel mehr im Rampenlicht auch stattfinden, habe ich immer das Gefühl heutzutage. Und wenn sie es nicht tun, dann haben sie trotzdem die Möglichkeit, ihr Handy in die Hand zu nehmen und einfach einen Account zu erstellen, zu sagen, folgt mir hier mal und sich dann eben so zu präsentieren, wie sie das gerne möchten. Und das ist auch so eine Entwicklung, die immer wieder im Buch thematisiert wird, dieser Mut von Hip-Hop, sich Dinge anzueignen, zu Zweck entfremden, angefangen bei den Plattenspielern, hin zu zum Beispiel eben dem Autotune-Effekt, der auch für was ursprünglich anderes gedacht war, aber auch hin zu eben dem Handy als portables Studio, gleichzeitig aber auch Medium. Ne? Du musst heute nicht mehr in die Juice, um irgendwie bekannt zu werden. Und du musst auch kein Interview weder hier noch bei Boogie noch bei sonst wem geben. Du kannst auch einfach das alles über Instagram regeln. So. Und Rapper finden immer irgendwie einen Weg. So. Summer Jam erklärt das auch im Buch sehr gut. So absurd, ich setze hier immer so kleine Verweise auf das Buch. Also wenn ihr wissen wollt, was die Leute genau gesagt haben, dann kauft es euch. Summer Jam finde ich auch mega erfrischend. Ich habe die Folge gemocht mit Summer Jam, das Gespräch zwischen euch, und da fiel mir auf, was ich abgefahren finde, woher kommt deine Affinität, Künstler chronologisch zu beleuchten? Also du gehst ja wirklich etappenweise nochmal mit den Künstlern durch, es sei denn, es ist jemand ein zweites Mal da, dann sondierst du vielleicht, genau, sondierst du dann vielleicht ein anderes Detail. Es ist ja aber nicht so, dass das statisch wirkt, also du durchsetzt das ja mit sehr vielen Anekdoten und steckst da wahnsinnig viel Knowledge rein. Manchmal können die Künstler sich teilweise schlechter als du erinnern. Das ist das Beste, das ist immer mein Ziel. Ja. Eigentlich gibt es ja nichts Langweiligeres, als mit dem Künstler seine Biografie nochmal durchzusprechen. Der kennt es alles, alle kennen das im Grunde, zumindest wenn es diese klassischen Fixpunkte sind. Ich glaube, es gibt zwei Inspirationen. Eine ist auf jeden Fall der A Waste of Time Podcast von It's the Real. Das sind zwei Brüder aus New York, die seit, weiß ich nicht, knapp 400 Folgen mittlerweile einen Podcast machen, in dem sie Rap-Größen, Produzenten, Leute, die hinter den Kulissen tätig sind, interviewen und genau das mit denen machen. Also das geht bei denen auch wirklich los mit, wo kommst du her, wie viele Geschwister hast du und wie bist du von da aus zum Rap gekommen. Und die klopfen das eben aber auf eine sympathische, lockere Art und Weise ab, weil sie immer wieder eben auch Schlenker machen in Richtungen, von denen man es eben nicht erwartet. Und ich liebe diesen Podcast, ich schätze die beiden wirklich sehr und die sind eine klare Inspiration. Und das andere ist auf jeden Fall Nardwa, muss man einfach ganz klar sagen. Mich hat schon immer Recherchieren fasziniert, Dinge rausfinden über Menschen, die vielleicht nicht mehr jedem so präsent sind. Und diese beiden Inspirationen gepaart mit diesem Anspruch, in ein Interview reinzugehen und jemandem was zu präsentieren, was er selber nicht mehr auf dem Schirm hatte, das ist, glaube ich, so das Ding, wie ich in so Interviews reingehe. Und tatsächlich, also bei Summer war das ja so, dass ich ihn eben auf seine alte Crew angesprochen habe. Er direkt dachte, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Bei Manuel sind zum Beispiel genauso. Ich habe ein langes Interview mit Bushido mal gemacht für All Good, das war aber kein Podcast und da war das auch der Fall. So. Und ich will ja keine schmutzige Wäsche waschen, sondern ich will den Leuten einfach nur zeigen, dass ich mich wirklich für das interessiere, was sie da machen. Und habe dann festgestellt, dass es noch ein paar mehr Leute gibt, die da genau das interessiert. Zum Beispiel habe ich Echo auch mal gefragt, warum er in diesem LOVI-Video den Treetop-Sirup aus der Flasche trinkt. Das ist ja Sirup, den man eigentlich mit Wasser mischt. Und
Das hat mich halt immer interessiert damals, weil ich das einfach, da hat es gehakt. Und ich habe ihn das gefragt, er wusste es selber nicht mehr. Aber an den Reaktionen der Leute habe ich gemerkt, dass ich nicht der Einzige war, den das irgendwie unter den Nägeln brannte, diese Frage. Und ich glaube, dass das eine Kombination aus all diesen Dingen, ja. Ich denke, dass du die Leute damit nicht kränkst. Im Gegenteil, also ich höre da immer eine hohe Wertschätzung raus, auch von meiner Seite als Konsument dieses Podcasts. Und nach dem Buch ist vor dem nächsten Buch oder vor dem nächsten Projekt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ist deine Gefühlslage jetzt auch gerade inmitten der Tour? Willst du einfach so weitermachen oder was? Wo guckt ein Jan wen hin? Boah, das hat mich noch niemand gefragt. So, das ist eine interessante Frage. Also David und ich haben jetzt ja ein paar Interviews schon gegeben und immer wieder darüber nachgedacht, wir wurden darauf angesprochen tatsächlich eben, dass wir ja selber gar nicht so wirklich zu Wort kommen in diesem Buch. Und es stimmt, wir haben uns tatsächlich sehr zurückgenommen, eben um diese Geschichten dieser Leute zu präsentieren und haben uns ausgetobt im Vorwort, im Inhaltsverzeichnis und im Personenverzeichnis. Wenn man sich das anschaut, dann kann man, glaube ich, so ein bisschen erahnen, wer wir sind und wie wir denken und so weiter. Abgesehen davon natürlich auch an der Dramaturgie. Aber klar, ne? Also es gibt viele Dinge, zu denen ich auch eine Meinung habe, Dinge, die nicht genannt werden im Buch. Und das ist sicherlich eine Idee, auf jeden Fall das Ganze nochmal an anderer Stelle irgendwie fortzuführen oder anders anzugehen. Ansonsten arbeite ich gerade, beziehungsweise ich fange jetzt an einem anderen Buch zu arbeiten, mit einem deutschsprachigen Rapper auch auf jeden Fall. Vielleicht war er schon Gegenstand dieses Interviews heute hier, weiß ich nicht genau. Und ansonsten würde ich wahnsinnig gerne auch einen eigenen Roman schreiben. Das ist tatsächlich das eigene Schreiben, was gar nichts mit Musik zu tun hat, ist auf jeden Fall was jetzt die letzten, muss ich leider schon sagen, Jahre irgendwie fast zu kurz gekommen ist. Und das würde ich doch gerne mal noch angehen, nachdem ich im Urlaub war. Geil, ich bin mega gespannt. Ich freue mich heute Abend auf die Lesung und ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir, mein Lieber.